Liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spielshow hier bei Pete's Meet. Wir danken Jendrik an dieser Stelle ganz herzlich, denn er hat uns eingeschickt. Tasten erfassen. Heute mit dabei sind Peter, Brammen und Mango, also Hallo. Lukas. Der wird allerdings für Sepp buzzern, damit wir auch das Buzzern so einblenden können. Ne? Also nicht verwirrt sein. Und es Sepp geht darum, der Titel gibt noch nicht so ganz her, was das ist. Aber wir haben gleich sozusagen 15 Runden, oder? Wenn ich das richtig gezählt habe, müssen es 15 sein. Und in jeder Runde werde ich euch 5 Tipps geben. Und die sehen zum Beispiel so aus. Der erste Tipp wird sein, auf Springen ist Leertaste ist auf Springen. Und wenn ihr dann bei dem ersten Tipp schon richtig buzzert, welches Spiel das sein könnte, dann gibt es 5 Punkte. Beim Tipp 2 dann 4 Punkte, 3 Punkte, 2 Punkte und bei Tipp 5, der dann hoffentlich sehr eindeutig ist, gibt es noch einen Punkt. Solltet ihr falsch buzzern, gibt es einen Punkt für die Gegner. Okay. Noch Fragen? Ja. Klingt easy snackmäßig. Können wir einfach das nur mit League of Legends machen? Ja. Leertaste springen. Nein. Du spielst doch auch Overwatch. Also ich denke mal, es ist relativ eindeutig, zumindest spätestens beim letzten Tipp. Valorant. Ja. Ist immer Valorant. Gucken wir mal. Richtig. Vielleicht kommt ihr ja schon beim ersten drauf. Fangen wir einfach mal an mit Nummer 1. Und der erste Tipp ist E. Ist Rechtslehnen. Oh, Mango direkt. Ich kenne, das ist mir zu obvious. Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege. Ist too obvious. Ich wollte gerade sagen, Alter, rechtslehnen, das sind so viele Spiele, wie kannst du dafür klicken? Ja, okay, stimmt. Ich kenne 2 Spiele, wo man sich nach rechts lehnen kann mit Eva. Du kennst 2? Ja. Kein Bullshit. Nee, wirklich, mehr nicht. Durchs andere Punkte für alle anderen, eine falsche Antwort ist einer. Wieso stand bei Punkten für richtige Antwort für alle anderen ein Punkt war noch drin? Nee, also Peter und Bram kriegen natürlich einen Punkt, denn das war falsch. Und Tipp Nummer 2 kommt jetzt, gibt noch 4 Punkte. X ist hinlegen. Wir gehen natürlich immer von der Standardsteuerung aus. Boah. E rechtslehnen, X hinlegen. Darf ich nochmal buzzern eigentlich? Ja. PUBG. Pupke. Ist falsch. Oh, da kann man sich auch lehnen. Okay, krass. Ja. Kannst du dich auch lehnen. Oh, da kommt Mango direkt nochmal hinterher, ohne. Daisy. Ja? Ah. Das suchen wir hier nicht. Denn wow. Hier habe ich mal Tipp Nummer 3. O ist Uhrzeit checken. Da. What? Dennis. Arma 3. Nee. Oh, what? Peter. Arma 2. Nein. Erste Runde einfach. Die Meta-Games hier direkt. Ey. Nee, du kannst dich bei Call of Duty doch nicht lehnen, oder? Und da aktiv. Kannst du eine Uhrzeit checken, weil das ist quasi ein Skin, den du dir gönnen kannst. Wo kannst du noch die Uhrzeit warum checken? Warum hast du dann Arma gesagt und nicht Call of Duty? Aber ist ja, okay. Weil du dich da nicht lehnen kannst. Okay, warte, jetzt kommt der Metagame vom Bram. Ich kann mir die Antwort vorstellen. Call of Duty. Nein. Du musst nicht wissen, welcher Teil. Okay. Nee, also Call of Duty ist es nicht. Ja, weil du kannst dich ja auch nicht lehnen. Das ist eine komische Antwort. Doch, genau. Deswegen, für die N64 nein, du musst dich dafür mit Maustaste irgendwo anhauen. Du kannst dich auch in bestimmten COD-Teilen einfach nach links und rechts lehnen. Echt? Echt? Deswegen war ich halt auch gefragt nach der, ich glaube sogar in Modern Warfare kannst du das. Du kannst natürlich auch mit Y so dich da drauf legen, aber du kannst auch so bobbeln. Aber schmeißt man mit Q nicht seine Secondary? Also schmeißt du irgendwie nicht mit Q die Flashbang oder so ein Kram? Also man kann safe in einem in irgendeinem COD-Teil hin und her wobbeln. Mhm. Nee, den suchen wir aber nicht. Und deswegen gebe ich euch Tipp 4, der noch 2 Punkte bringt. Und der wird COD ausschließen. Denn Y ist sprechen. What? Fuck, Alter. Okay, du kannst dich lehnen. Das muss ein Shooter sein. Das ist nicht ein Survival-Kack oder sowas. Aha. Okay, dann. Nee, das ergibt keinen Sinn. Aber ich probiere einfach. Das ist Peter Smith und er sagt: Battlefield. Battlefield ist falsch. Naja, okay. Kann man sich Battlefield nicht auch nicht lehnen? Dennis. Scum. Oh, nee.
Okay, über solche kurz überlegen, was ich habe. Alles gut. Eine Idee, alles klar. Aber ich bin mir nicht sicher. Nee, also, weil, ja. Ich bin mir jetzt, ne, so Aussagen, wenn Mango dabei ist, wir haben es alle gespielt, ist schwierig, weil ich das bei Mango nicht weiß. Mm. Peter. Rust. Nein. Fuck. Ich weiß es nicht. Ein Tipp Verzweiflung noch, oder? Bei allen. Ratlosigkeit. Ja, einen Tipp gibt es, glaube ich, noch, damit man wenigstens einen Punkt genau, bekommt. Genau, deswegen gebe ich noch Tipp 5. Der gibt noch mal einen Punkt. Wir haben ja bisher so wenig vergeben. Tipp 5 ist linkes Alt, Atem anhalten. Linkes Alt? Linkes Alt. What the Atem anhalten. Fuck, Alter. Oh. Dennis. Operation Flashpoint. Nein. Nice, das wäre cool, so ein richtig altes Game. Ja, das fand ich immer geil, bis du richtig diese Truppen taktisch bewegen musstest und so, und weil dann haben die immer verkackt. Komm, und drauf geschissen. Stalker. Nein. Ja, dann leckt mich alle. Es gibt ja Wasser jetzt. Okay, du hast eine Multiplayer-Komponente. Okay, Mango! Ich hab's noch nie gespielt, aber Escape from Tarkov. Dankeschön. Oh mein Gott. Da ist der Punkt für Mango. Ja, gut, dann hätte ich ja lange jetzt raten können. Es ist Escape from Tarkov. Oh mein Gott. Damit geht wir Mango sollten mal so mehr machen. Hinführung. Für die Fragen gibt's die Punkte mal 10. Ja, let's go. Das macht Sinn. Ja, so hast du dafür eine richtig Rätsel. Hast du ja, falsch, muss ja dann auch mal 10 geben. Also. Ja, aber guck mal, Mango hat es richtig erraten und hat 2 Punkte Vorsprung vor Peter. Dann kommt Ram. Also. Ist Runde 1, 10, ja, 8, 5. Also, ey, ich bin gespannt, wo wir auskommen. Denn wir kommen jetzt zu Spiel Nummer 2. Und wir fangen an mit Tipp Nummer 1. Für 5 Punkte sage ich euch, F ist Perspektive wechseln. F. What? Was? Ist Perspektive wechseln. Peter. Das ist Quatsch, aber Bus-Simulator. Ah, aber wir ihn gerade gespielt haben. Nee. Wo F? Nee. Fresh from the Booksmoke war der noch. Dennis! Microsoft Flight Simulator. Oh, nee. Da kenne ich die Tastenbelegung so gar nicht für die Tastenbelegung. Ja, aber du machst doch nicht bei einem Shooter auf F zum Beispiel die Perspektive wechseln. Was willst du für eine Perspektive wechseln? Ja, Third Person, First Person. Ich hoffe auch, dass das, das habe ich jetzt tatsächlich nicht kontrolliert, dass Jendrik sozusagen das einfach in der Steuerung abgeschrieben hat. Also ich gehe davon aus, dass die Standardbelegung F ist und daneben steht im Deutsch Perspektive wechseln. Also ist schon alles okay, aber ja. Okay, ich habe keine Tipp 2. Tipp 2 ist R. Ist ziehen / wegstecken. Okay. What? Was ist das denn für eine Default-Belegung? Wir hatten so eine Finger, wer macht denn sowas? Ziehen oder weglegen? Auf R, wenn wegstecken. Wenn es ein Shooter, damit ist eigentlich schon mal jeder Shooter ausgeschlossen. Ja, genau, weil es nicht nachladen ist. Right. Was kann man sonst ziehen oder wegstecken? Oh. Einen. Oh. Einen ziehen. Aber da fehlt noch lassen, Peter. Ich dachte eher an einen wegstecken. Bin mir nicht. Mago. For Honor? Nee. Oh, so spielige mit ja auch noch. Stimmt. Okay, das andere Schwertspiel, an das ich mich gerade erinnere, ist vor PlayStation exklusiv. Dammit. Gibt's noch nicht so viele. Na gut. Ich weiß nicht. Also ich hau mal Tipp Nummer 3 raus. Ne? Da gibt's immer noch 3 Punkte. T wie Theodor ist warten. Warten? Warten! Mit R oder ohne R? Nee, mit R. Also okay, warten. Das hätte ich jetzt Nordsee-Simulator gesagt. Das wäre easy. Nee. Nicht dieser Schiffssimulator, wo der Kapitän Peter hieß oder so. What the fuck? Also F, Perspektive wechseln, R, ziehen, wegstecken, T ist warten. Warten, wo musst du warten? Wo gibt's eine Taste dafür? Peter. The Witcher. Nee.
Da kannst du ein Schwert ziehen und weg. Ich meine, da spielt jeder mit dem Controller, aber theoretisch. Aber Perspektive wechseln auf F. Jeder, Peter, ich habe das, glaube ich, auch mit dem Controller gespielt, jetzt wo du sagst. Ja. Aber kann ich da warten? Ja, warten kannst du da, aber Perspektive wechseln nicht. Das stimmt, ja. Das ist ein guter Punkt. Aber was ist warten? Was macht man dann, wenn du wartest? Dann kannst du, wenn es dunkel ist, kannst du zum Beispiel warten, bis es hell ist, damit du nicht im Dunkeln spielen musst. Stimmt. Ah. Ja, okay, good thought, though. Good thought. Ja, das ist ein guter Gedanke. Skyrim. Oh ja, natürlich! What? Ja! Danke, Pete. Oh mein Ein Rollenspiel habe ich gar nicht gedacht. Na gut, das habe ich auch noch nie gespielt. Alter. Ich hatte die ganze Zeit, seit ich den Titel gelesen habe, die Musik im Kopf und dachte mir, summ es nicht. Ja, Tipp 4 wäre noch gewesen, Linksklick ist rechte Hand. Und ja, Tipp 5 ist Y, Schrei bzw. Macht. Ja gut, hätte ich auch gewusst. Deswegen war Skyrim auch echt gut, denn einfach nur Elder Scrolls hätte nicht gereicht, denn schreien kannst du in Oblivion, glaube ich, nicht. Ja, wusste. Nice. Damit Bram und Peter wieder überholt. 3 Punkte abgesnackt für Tipp Nummer 3. Sehr gut. Knappes Feld. 13 für Mango, 11 für Bram, 10 für Peter. Nice one, willkommen zu Spiel Nummer 3. Kommen wir zum Klassiker. Tipp Nummer 1. Leertaste ist springen. Bei verwirrten Menschen, die das nicht umstellen und auf Steuerung legen. Aber Alter. Wer springt auf Steuerung? Leertaste ist Steuerung springen. Ist ducken. Was ist ducken? Nein, ducken ist Shift. Ist Steuerung ducken oder ist C. Ducken ist C. Ducken ist Shift. Oder Steuerung. In Shootern ist bei mir Leertaste übrigens hinlegen und nicht mehr ducken. Aber okay. Das Mausrad drücken. Meine Güte. Okay, also Leertaste springen. Ich gebe euch mal Tipp Nummer 2, denn der ist schon sehr allgemein. Tipp Nummer 2. E wie ein oder Eimer ist Inventar. What? Leertaste ist springen. E ist Inventar. What the fuck, Alter? Kann man in diesem Spiel überall nichts benutzen irgendwie? Ja, wie kann man Inventar auf E legen? Das ist ja wohl die Inventar. E. Ja. Hä? Das war der Tipp. Exakt. Hä, so verrückt ist das vielleicht gar nicht. Das war auch komisch, bis man bei Skyrim dann wusste, dass Skyrim ist. Ja. Ja, das stimmt. Das ist sowieso immer krass, wenn du weißt, also wenn man liest, was es ist, ne? Und dann ist ja immer einfach, logischerweise, ne? Also, ich gebe mal Tipp Nummer 3. Oh, nee, Moment! Ach, guck mal, bei Tipp Nummer 2 haut Bram nochmal auf den Buzzer und möchte gerne 4 Punkte haben. Für welche Antwort denn? Minnekraft. Oh. In welchem Spiel macht man denn mit E in Inventar, die Idioten? Es ist natürlich Minecraft. Ja, aber guck mal, da war die Annahme ja nicht falsch, dass man in diesem Spiel mit nichts direkt interagieren kann. Alter, ja. Ich hätte dir das nicht mal sagen können, auf welcher Taste das Inventar ist. Ja, Junge. Ich wünsche, das wäre eine neue Information. Also holy shit. Tipp 3 wäre auch schon relativ obvious gewesen, denn Shift wäre Schleichen. Tipp 4 ist ja. F5 ist Perspektive umschalten. Und naja, dann Tipp 5 ist dann wieder obvious. Rechtsklick ist benutzen bzw. platzieren. Aber okay. 4 ja, Punkte. Nice dran. One, Alter. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich so eine Folge, wo ich glaube ich 50% Erfolg einfach so auf meine Tastatur gucke. Weißt du, mache ich da, wenn ich die Taste so halte? Das ist smarte Herangehensweise. Damit werde ich Bram jetzt auch anfangen. In Führung katapultiert mit 15 Punkten. Ja, geholfen hat auch, dass wir gleich Minecraft aufnehmen hiernach. Das war tatsächlich so das Wichtigste. League. Okay. Nice one. Kommen wir zu Nummer 4. Und Tipp Nummer 1. Schon Entfernen und Shift ist Lebensbalken anzeigen. Sorry, what? Ich schwöre, ich glaube, wir sollten Game Devs mal eher auf ihren Keybindings judgen, als darauf, wie gut das Game ist. Ja, what the fuck, Alter? Lebensbalken anzeigen? Ja, das ist schon. Alter, das ist ein russisches Spiel, ich sag euch. Oh, warum? Ist das WoW? Nee. Ah, voll glücklich. Aber ich weiß, aus welcher Richtung du da kommst. Ah, okay. Nee, also Tipp 1, entfernen und Shift ist Lebensbalken anzeigen. Gebe euch noch ein paar Sekunden. Warte. Ja. Okay, Kingdom Come. Deliverance. Komm. Nee. Schade. Tipp Nummer 2. Für 4 Punkte. Einfügen ist Grafik-Detail-Level einstellen. Junge,
This is some shit. Das ist auch kein FIFA to understand. Ne, hier ist auch, ich habe die Liste mal durchgeguckt, da ist jetzt nicht irgendwie so ein Spiel bei, wo man noch nie von gehört hat. Also, ne, so Philipp-Kategorie von früher. Kebram. League of Legends. Boah, das wäre jetzt hart für Mango, glaube ich. Aber, nee. Peter. Diablo. Oh, wegen Grafikdetail-Level jetzt. Ja, also Diablo 2 Resurrected dachte ich so, okay, du gehst quasi zurück zum alten Diablo 2 also, oder so. Das klingt hart nach einem MMO, aber ich habe halt noch nie MMOs oder MMORPGs gespielt. Das ist manchmal ganz krass. Ne, ist gar nicht, alles gar nicht meins. Nie Skyrim gespielt, nie WoW, nie Diablo, alles nicht. Dann kommen wir vielleicht zu Tipp Nummer 3 für noch 3 Punkte. Ist ja auch ganz schön viel, ehrlich gesagt. Denn rechte Maustaste ist Waffenmenü öffnen bzw. schließen. Peter. Worms. Armageddon. Oh ja, yeah, that makes sense. Alter Peter, da haut der noch Armageddon raus. Und da muss ich ja nicht mal nachdenken, weil eigentlich hätte ich gesagt, ja, reicht mir. Denn die restlichen Tipps, weiß ich nicht, ob die Tasten da genauso sind, denn es steht da Worms Armageddon, Peter. Richtig. Yes. Nice. Okay. So, 3 Worms, Punkte. Armageddon. Ja, denn ne, mit der Steuerung ist das so eine Sache, denn... Ja, da habe ich jetzt erstmal mein Glas umgenommen. Geil. Und mein Kerl geht aufgehoben, war Tasse drin. Denn pass auf, Tipp 4 ist, Zahlen 1 bis 5. Stellt die Anzahl der verrückten Kühe ein, beziehungsweise stellt die Sekundenzahl bis zur Explosion bei entsprechenden Waffen ein. Da sind wir auch noch dabei. Und Tipp 5 ist, Pfeiltaste unten ist Ninja-Seil verlängern. Da weiß ich nicht, ob das... Was? Bei du kannst Ninja-Seil verlängern? Ja, wenn du... Ja, lol, logisch. Doch klar. Soll ich Achso, ja, doch, wenn du dranhängst. Also wir müssen tatsächlich die Aufnahme unterbrechen. Okay, aber okay. Worms hätte dann auch so gezählt, weil die Sachen gibt's auch so. Okay. Machen wir weiter mit Nummer 5. Und Gleichstand zwischen Mango und Bram, dahinter knapp Peter. Und bei Nummer 5 hätte ich gerne gewusst, dass Tipp 1 ist plus Pausenmenü öffnen. Also plus ist Pausenmenü öffnen. Pausenmenü? Was ist denn ein Pausenmenü? Boah. Ja, das ist... Also es nicht, ist das wie Spielmenü wie Escape, sondern es ist wirklich Pause, was meistens auf P liegt, bei sowas wie Civilization zum Beispiel. Ha. Keine Ahnung. Na gut. Ich höre Ratlosigkeit, deswegen gehen wir direkt zu Tipp Nummer 2. Der bringt ein bisschen Licht ins Dunkel vielleicht. X ist nach hinten schauen. Scheiße, das kenne ich. Das gibt es schon öfter. Fuck. Nach hinten schauen. Okay. Nach hinten schauen. Na gut. Ja. Keine, fuck, ja, keine. Warte, gib mir okay, noch ganz kurz. Ich sage... ich weiß es nicht, mach weiter. Okay. Okay. Tipp Nummer 3 für 3 Punkte. Y oder A ist beschleunigen. Peter. Oh. Fuck, ich sag Trackmania. Nein. Bram. Oh mein Gott, du bist so ein mieser Wichser. Das ist ein Controller. Und wir sprechen von Mario Kart. Oh. Ach, Deluxe. Oh, shit, Alter. Oh, damn. Alter. Ich hätte gedacht, bei Plus... Danke, schon Controller, der vor mir liegt. Und ich guck so den Controller und denk mir so, also da würde ich ja jetzt Gas geben bei... Und der liegt einfach hier... Jawohl, nice. Alter. Da gibt es Plus auch Sinn. Genau, deswegen hatte ich bei dem Gedankengang gedacht, okay, bei Plus könnte man vielleicht darauf kommen, dass es der Controller von der Switch ist. Ja, ich habe Pausemenü überhaupt nicht mit so einem Spielmenü in Verbindung gebracht, sondern es ist in meinem Kopf was Eigenes gewesen. Ja, der nächste wäre dann R oder ZR, ist Driften. Ne? Da wären wir, glaube ich, auch schon dann dabei gewesen. Scheiße, und Tipp 5 wäre L oder ZL Items benutzen. Nice. Also, auf meinem Schreibtisch liegen legit alle Controller von allen Konsolen. Macht ja auch irgendwie Sinn, ne? Also. Ja, wobei der PlayStation. Ja. Vielleicht hast du ja alle gerne beisammen. Gut. Bram geht in Führung. Ja. 21, 18, 15. Nummer 6. Tipp Nummer 1. Rechter Stick ist freie Sicht. Ja, gut. Geh raus. Okay.
Dran. Ich sag einfach mal GTA. Nein. Okay. Eins Konsole mit Stick, die ich hier besessen habe, war eine N64. Der N64? Ja, aber du hast doch bestimmt für deinen PC auch noch einen Xbox-Controller. Das ist true, aber die wäre ja willkommen mit der PC-Steuerung für einen Xbox-Controller, der an einem PC-Spiel ist gemacht. Worden. Ja, die Steuerung ist ja die gleiche beim Xbox-Controller, wenn das ein Multiplattform-Titel ist. Ah, okay. Okay, that makes sense, ja. Vier Punkte für Tipp 2. L2 ist Bremsen. Shit. Gibt's L2 nicht nur an PlayStation-Controllern? Okay, das heißt... Ja, aber das kann jetzt auch schon wieder alles sein. Okay. Formel 1. Welcher Teil? Ja. 20. Das ist egal. Brauchst du, was auch immer das für eine Spielserie ist, brauchst du einen Teil, Chris? Ich hab. Nee. Dammit! Pass auf. Gran Turismo. Nein. Oh Gott. Forza Horizon. Oh nein, jetzt geht's los. Ich wusste es. Nein. Peter. Forza Motorsport. Nein. Peter. Need for Speed. Nein. Was? Okay, also ich war jetzt tatsächlich gar nicht in der Richtung. Ich hätte gesagt Wreckfest. Wow. Wreckfest! 4 Punkte für Bram. Alter, leck mich doch am Arsch. Tipp 3, L1 ist Kupplung. Und ich war nicht bei Rennspiel irgendwie. Das ist doch ein Rennspiel, Wreckfest. Ja, ja, aber doch. Nicht so ein Rennspiel. Ah, nicht so ein Hardcore-Rail. Ja, gut. Ja. Nee, ich glaube sogar tatsächlich, dass Tipp 4 obvious, more obvious ist als Tipp 5. Tipp 4 ist nämlich Dreieck ist zurücksetzen. Oh, ist doch auf der PlayStation. Ja, das ist natürlich doch voll laut. Und Kreis ist Handbremse. Aber da gehen tatsächlich sehr viele Rennspiele zu. Also da habe ich damit gerechnet, dass viele genannt werden. Nun gut. Lol, mir fällt jetzt erst auf, dass auf dem Xbox-Controller das gar nicht L2 heißt, sondern LT. Ja, ja, deswegen meine ich, das PlayStation-Controller müsste das sein wegen L2. Ja. Okay, also nice. Okay. Aber hast du trotzdem richtig geraten, also in ja, genau, war ja trotzdem richtig schade. Nicht geraten, war gewusst. Tut mir leid. Ich würde niemals. War gegessen. Auffassungsgabe in Frage stellen. Nächste gesuchte Spiel hat R wie Richard als leichter Nahkampfangriff. Der ist schon schön. Okay. Okay, nee, da. Ich höre noch keine so. Hat noch keiner eine Epiphanie gehabt. Deswegen, Tipp Nummer 2. 4 Punkte. V ist Kameraperspektive umschalten. Hm. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay. Wenn es einen leichten Nahkampfangriff gibt, muss es einen schweren Nahkampfangriff geben. Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber wo liegt der dann? F? Keine Ahnung. In welchen Spielen gibt es das überhaupt? Leichten Nahkampfangriff und einen schweren Nahkampfangriff. In Witcher gibt es das, aber da kannst du die Perspektive nicht wechseln. Keine Ahnung. Ja. Dennis. For Honor. Nein. Also ihr seid noch, glaube ich, sehr weit weg. Deswegen Tipp Nummer 3 für noch 3 Punkte ist Tabulator. Öffnet das Waffenrad. Tab ist Waffenrad, Dennis. GTA. Ja. GTA. Ja, stimmt. Ja. Ich wusste, es gibt einen leichten Nahkampfangriff auf R bei GTA? Heißt leichte Nahkampfangriff. Ich dachte tatsächlich, R wäre Nachladen. Ja. Aber wenn du keine Waffe in der Hand hast, ist das, glaube ich, zu schwer. Dann haust du damit einfach zu. Tipp 4, F. Aber wenn du um Mangos Frage zu beantworten, F ist natürlich ins Fahrzeug einsteigen. Ja. Und Tipp 5, H, Scheinwerfer. So. Aber was? Peter wollte noch irgendwas? Nee, das ist krass, weil wenn ich eine Nahkampfwaffe in der Hand habe, dann kann ich auch einfach linke Maustaste drücken zum Schlagen. Kannst du zum Schlagen, glaube ich, einfach so, aber mit R... Vielleicht ist das dann ein leichterer Angriff. Vielleicht habe ich gerade was gelernt. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch Bullshit-Information. Spielen oder ja. Kann sein.
Ja, Bram baut seine Führung aus. 33 Punkte, dahinter Mango mit 24, dann Peter mit 18. Und wir kommen zum nächsten Spiel. Da hätte ich gerne von euch vielleicht gewusst. Bei Tipp Nummer 1, V wieder, ist Nahkampf. Peter. COD. Mango. Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege beginnt. Let's go! 5 Punkte für Mango. Ich bin nicht durchgekommen, ich habe die ganze Zeit gedrückt. Da waren wir wieder bei den Shootern und der nächste wäre Q links lehnen. Aber dann Tipp 3, mittlere Maustaste ist die Spezialfähigkeit. Ich glaube, da hätte Klick gemacht bei vielen. Tipp 4, H ist Hock- oder Abseilhaltung ändern. Tipp 5, 6, die Drohne einsetzen. Hm. Nice! Aufgeschlossen zu Dennis. Nächster Titel. Tipp Nummer 1. Kavi Konrad. Lager öffnen. Lager. Lager. Nicht das Bier vielleicht, aber genauso geschrieben. Okay. Könntest du bitte ein kleines Lager öffnen? Peter. Der Hunter. Nein. Da steht, jetzt kommt irgendwie der Bierbrausimulator oder so. Ah, nice. Nein. Solche Spiele werden heute nicht behandelt. K ist Lager öffnen. Niemand? Hm. Nein, keine Ahnung. Gut, Tipp Nummer 2, 4 Punkte noch. S ist Weg bauen. S wie Siegfried, Weg bauen. Ach, das ist auch ein Spiel, das kenne ich alles nicht. Ist die Siedler? Nein. Not the Settlers. Peter. Anno. 1800. Okay. Oh. Anno, 1800. Ich kann mit K ins Lager gucken? Ist ja mega. Ich wusste nicht, aber mit S im Weg bauen kann ich spielen, dann spielen immer nur mit der Maus. 4 Punkte für Peter. D wäre Abrissmodus ein aus. Tipp 4 ist Steuerung und E ist Finanzstatistik öffnen. Und W ist Lagerhaus bauen. Oh, keine Ahnung. War auch geil. Also mit W baust du das? Mit K rufst du das auf? Na gut. Das Schöne ist, ich habe keine Ahnung von den Games, trotzdem mehr Punkte als Bram gemacht bei der Kategorie. Ich habe Anno 1800 gespielt. Ich glaube, ich habe noch nie außer die Kamera irgendwelche Tasten gedrückt, um dieses Spiel zu steuern. True. Stimmt, die Dinger kannst du komplett mit Maus steuern eigentlich. Na gut. Wie haben wir das aktuell? Dennis 35 Punkte, Mango 32, Peter 23. Aber wir haben noch ein paar. Und zwar, Tipp Nummer 1. B wie Bertha ist Schwimmen. In Klammern im Wasser steht dahinter. Ich kenne zwei Spiele, die man schwimmen kann, gefühlt. Ich weiß nicht, wo man das extra drücken muss, außer ins Wasser zu springen. Ja, ertrinkst du sonst, oder? B Schwimmen. In Klammern im Wasser. Gut. Ja. Gut. Sehr kryptisch, sehr kryptisch. Deswegen Tipp Nummer 2. Y ist Rennen. Was ist das für eine Scheißsteuerung? What? Ach, drei Leute gerade in den Kameras, die auf ihre Tastatur starren. Ja, ist halt echt so. Ich gucke mir gerade, wie könnte meine Handposition bei dem Spiel sein? Hm, ganz genau. Ich hätte jetzt auch so länglich von Z bis B ausgestreckt gelegt, so. Z bis B, also hast du eine amerikanische Tastatur. Ja, Dito, und dann spielt man da mit Pfeiltasten oder mit Maus? Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, du spielst mit ESDF, damit du Y direkt den kleinen Finger drauf hast. Naja, gut. Ich höre noch keine Aha-Rufe, deswegen sage ich euch nochmal, um euch noch ein bisschen mehr zu verwirren, vielleicht mit Tipp 3. B, was wir schon mal hatten, ist auch Springen. Was? B ist Springen? B ist, also Tipp 1, B, Schwimmen im Wasser. Also im Wasser ist es Schwimmen. Jetzt weiß ich, woher das kommt. Bram. Okay, dann sind wir jetzt bei GTA. Den hatten wir schon. Scheiße. Nee, dann waren wir gerade. Ja, Moment, da macht nichts. Pass auf, dann. Okay. Dann Red Dead. Nee. Ich glaube, ich weiß, in welche Richtung wir gehen. Okay, sag nochmal, was hatten wir bisher? Also Tipp 1, B, Schwimmen im Wasser. Y, Rennen. B, Springen. Ah! Ha! Bram! Wir sind auf einem Switch-Controller diesmal, das ist ein Super Mario.
Also Mario Maker 2 wahrscheinlich. Boah, da haut er das auch noch hinterher. Ist ja der Wahnsinn, ist aber leider richtig. Alter, wer macht mich wahnsinnig, wieso? Ah, Xbox hat die gleichen Tasten und ich dachte, was ist das für eine Scheiße? Alter, Mann, wirklich, du müsstest mal schreiben, ich gerade angucken, wie ich so die Controller vor mir aufgebaut habe, weißt du? Und guck dann so. Also ich möchte jetzt hier an dieser Stelle mal eine Petition einreichen, ja, dass bei dem Titel, in dem Titel dieser Spielshow ist das Wort Tasten und ich finde, Controller haben Knöpfe. Bin ich bei dir? Nee, die X-Taste drücken, da bin ich nicht so ganz bei dir, ja. Also ich glaube, die Controller-Dinger kannst du sowohl als Tasten als auch als Knöpfe benutzen, aber ich glaube, eine Tastatur hat im Namen schon keine Knöpfe. Naja. Egal, wir waren auf jeden Fall beim Switch-Controller. Tipp 4 wäre gewesen, Richtungsknöpfe ist Röhre betreten und Tipp 5 ist L oder R oder ZL oder ZR ist der Drehsprung. Super Mario Maker 2. Wuhu. Wieder mal Punkte für Bram. Nächster Titel. Oh, da ist ein Schreibfehler drin, aber macht nichts. I got you, Jendrik. Tipp 1. U. Wie U-Bahn ist Upgrade. Mhm. Gibt's U auf einem Controller? Nein. Nein, hab ich auch erstmal geguckt gerade. <Nee. lacht> Hat sich gerade jemand selber geschlagen oder was ist da passiert? Ja, kriegst du eine eigene Ohrfeige, einfach so ein paar mehr. Das weißt du doch. Komm schon. Okay, nee, niemand. Okay, dann Tipp Nummer 2. E ist benutzen. Ja, wow, dankeschön. Jendrik, Alter. Ja, Ehren. Mann, schon. Einfach für den Tipp. Nee, immer noch zu vage. Ja, ja. Was war U nochmal? Tut mir leid. U ist Upgrade. Okay, danke. U ist Upgrade, E ist benutzen. Wir haben keine so mega alten Spiele, das ist immer ganz wichtig. Ne, GTA. Also unbekannt, meine ich. Also, ja. Unbekannt, meine ich so, Entschuldigung. Ja, okay, weiter. Also da ist generell, glaube ich, kein Spiel in der Liste, was nicht mindestens zwei Leute von uns kennen. Schade, Mango. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich ausgeschlossen werde im normalen Fall? Okay, also wenn man bei U Upgrade E benutzen, Tipp Nummer 3 ist H bzw. L ist Handbuch. Fuck me, wo kann man denn upgraden, Junge? So, die Frage, okay. Upgrade ist so ein weit formulierter Begriff. The Forest. What graded man da? Ach so. Ja, nee. Wenn du da baust, dann musst du ja immer Sachen dazu. Na, scheiße. Ist es aber nicht. Boah. Hand. Also wenn ich mir den Rest der Liste so angucke, würde ich fast behaupten, es könnte der schwierigste sein. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß das auch nicht. Ja, Tipp 4. Gehen wir dann hin. Noch zwei Punkte dafür. Linke Maustaste ist kreieren oder angreifen. Also kreieren oder angreifen. What? U ist Upgrade, E ist benutzen, H oder L ist Handbuch. Linke Maustaste ist kreieren oder angreifen. Okay. Oh no. Oh no, no, no. Obwohl, den jetzt weiß ich nicht. Alter, ich weiß nicht, ob man da upgraden kann. Fuck. Ja, same, same. Wo denn? Ich sage mal, Age of Empires. Wululu. Nee, das ist falsch. Okay, ich war wohl ganz anders. Let's go. Ich halt ja, kreieren oder angreifen ist doch entweder du, naja, du baust kreieren ein Haus bauen, oder du schickst oder jemanden irgendwo hin, um zu Haus. Na, weiß ich nicht. Ja, man baut ja aber nicht nur ein Aufbauspiel. Tja. Wenn du auch angreifen kannst und eh benutzen, das sagt mir nicht. Ich frag mich halt, was kreieren sein soll. Ja, so was wie bei Minecraft, wenn du vielleicht einen Block in der Hand hast, weißt du, wie so was wie bei Seven ja. Days to Die. Nee. Dennis? Okay. Keine Ahnung, wieso. Black and White. Nee. Muss gerade kurz überlegen, was man da alles so mit der Hand machen konnte. Ja, da konnte man mit der Hand ja so malen und so. Da musstest du ja diese Zeichen machen, damit du dann auch irgendwelche Zauber gewirkt hast oder sowas. Aber nein, Black and White ist es nicht.
Und ich gebe euch mal Tipp 5. Da bin ich jetzt sogar verwirrt. Mhm, sehr gut, super. F ist verwirrt. Ist Forciere bauen? Forciere. F-O-R-C-I-E-R-E. Ach so. So. Forciere. Dennis. Das Forz? Nee. Darf ich Forciere googeln? Ich kann das kurz machen. Was ist denn Forciere? Ich kenne Volljähre für Vögel. Also forcieren heißt verstärken oder steigen. Also ja. Verstärken, steigen. Mm. Also eine Verstärkung bauen. Warte, ich google das kurz. Hm. Okay. Ist das? Nee, Mango. Kein Upgrade, verdammt. Er hätte es Rust gesagt, aber da gibt es keine Upgrades. Nee, Rust ist nicht. Ja, der Teil ist wirklich schwierig. Also ich würde mal noch sagen 5. 4. War das schon der letzte 3, Tipp? 3, das war der letzte Tipp. Oh. Kann nochmal durchgehen. U ist Upgrade. E ist benutzen. H bzw. L ist Handbuch. Linke Maustaste ist kreieren oder angreifen. F ist forciere bauen. Keine Ahnung. 2, 1. Geschlossen. Es ist Scrap Mechanic. Doch so. Oh, yo. Alter. Also, okay, nur mit forciere bauen von mir aus, keine Ahnung. Ja. Aber den fand ich sehr schwierig. Aber die Richtung hatte so ein bisschen gepasst, so weißt du, so mit Seven Days to Die und auch als sie gesagt hat, ja, mit Minecraft kann man dann so Blöcke bauen. Und ja, ja, sind wir nicht drauf gekommen. Knapp daneben ist auch vorbei. Obwohl Mango das jeden Tag stundenlang spielt. Natürlich. Da war natürlich jetzt auch. Aber ich glaube auch, weißt du, die Sachen, haben wir die so benutzt? Weil du hast ja, ich glaube nicht. Aber nun gut, aktuell haben wir noch 4, die wir suchen. Und Bram führt mit 42 vor, Mango mit 39, dahinter Peter mit 28. Und unser nächstes Spiel, kann ich euch jetzt schon sagen, ist mal wieder an der Tastatur zu finden. Denn Tipp Nummer 1 sagt, Leertaste ist Pause. Dennis. Mini Motorways. Nein. Oh, hätte ich jetzt auch gesagt, verdammt. Viel gespielt aktuell von ein paar Leuten. Peter. Plague Inc. Nein. Den suchen wir nicht, aber also in den Spielen ist Leertaste wahrscheinlich auch Pause. Du brauchst dauernd Pause. Wo brauchst du dauernd Pause? Ach so, damit man da hämmern kann. Mango. Loop Hero. Was für ein Ding? Loop Hero. Ach, nee. Stimmt, da hat man auch immer auf. Aber war bei Loop Hero nicht irgendwie eine Maustaste Pause? Ah, Rechtsklick, du hast recht. Ja, also ich glaube, jeder hat jetzt mal, deswegen würde ich mal Tipp 2 in die Runde schmeißen. Z bzw. X ist Zoomen. Ach, damn, Alter. Schätze, das Ahnung. Rührt der englischen Tastatur nach und ich könnte mir vorstellen, im Deutschen ist es Y oder X, weil das ist immer so mega strange, ne? Weil eigentlich ist Y und X ja direkt nebeneinander. Dann kannst du das easy machen, aber Z und X ist dann immer so. Deswegen würde ich mal darauf tippen, dass es auch Y sein kann. In der das ist eine typische Tastenkombination, die man wahrscheinlich auch nie benutzt hat, wenn man das Spiel mal gespielt hat. Y und X. Ja, weil du wahrscheinlich die Maus benutzt zum Zoomen? Keine Ahnung. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber mit dem Mausrad, wa? Außer du kannst es nicht. Ja, aber dann sind wir aber ganz clunky unterwegs. Ja. Ja, die Gedanken sind noch nicht ganz so. Ich weiß es nicht. Richtig, deswegen wow. Tipp Nummer 3 für noch 3 Punkte. Da gehen wir dann weiter mit der Steuerung. Q oder E ist rotieren. Okay. Pause. Pause. Alles. Pause. Boah. Was bisher Leertaste ist, Pause. Pause, Z und X. Rotieren. Ich tippe immer noch Y und X ist das angedacht. Ist zoomen, Q und E ist rotieren. Mhm. Fuck me, Alter, irgendein Aufbauspiel, wo du Pause brauchst. Fuck, Alter. Ach, ich hab irgendwann mal so gesehen, aber ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Es ist auch noch relativ vage, finde ich. Deswegen Tipp Nummer 4 sind zwar nur noch 2 Punkte, aber der wird dann etwas konkreter, denn die 8 ist Tool zur industriellen Zoneneinteilung. Okay, das ist was ich glaube ich nicht kenne. Damn it. Industriell? Dennis?
Ist das City Skylines? Oh. Das sind 2 Punkte für Dennis. Oh. Es ist City Skylines. B wäre noch das Bulldozer-Werkzeug gewesen. Ja, die Kamera die 8 ist war's. Halt, das Tool für die Zonen, die es, glaube ich, auch nur in dem Spiel gibt. Ja, kann ich gar nicht mal sagen. Also City Skylines habe ich nur ganz kurz gespielt, schon lange her. Vielleicht gibt es das noch bei SimCity. Ja, die Kamerasteuerung gibt es halt wirklich in jedem. Ich habe auch erst gedacht, weißt du, so Leertaste, Pause, Zoom und Rotieren, das könnte auch sowas wie Divinity sein, weißt du? Ja, vor dem Platzieren, ja. Genau. Also vor aber da habe ich mir gedacht, sowas benutzen wir nicht in diesem Quiz. Aber das war falsches Metagaming, denn wir benutzen noch City Skylines. Also. Ja, aber City Skylines ist viel krasser als Divinity. Kommt jetzt auf die Zeitperiode an. Kommt drauf an. Naja, komplett unterschiedliche Spiele. Wie viele haben wir denn noch, Christian? Wir haben jetzt noch 3 und okay. Hier steht eine Anmerkung. Mhm, willst du die laut vorlesen vielleicht? Ja, maybe. Kann ich gerne machen. Oh, aber nicht komplett. Da steht. Konnte ich so nicht kontrollieren. Rest stimmte aber bis hierhin. Sollte auch stimmen, sonst rauslassen. Okay, da bin ich sehr gespannt. Tipp Nummer 1. A ist Angriff. Oh boy. Das könnte wieder Hinz und Kunz sein. Ja, Hinz und Kunz. Oder League of Legends. Ja, oder es ist. Ich hab mein Fenster weggeklickt. Ach, mein Gott! Ja. Was? Das war deine Antwort. League of Legends. Ja. Nein. Es ist nicht League of Legends. Angriff. Peter. Super Smash Bros. Könnte sein, ja, aber stimmt. In dem Fall nicht. Dammit. Das wäre geil gewesen. Das wäre krass, ja. Tipp Nummer 2 wird dich da vielleicht ein bisschen von wegbringen, denn V ist Bereitschaft. Okay, ich leg dich mal wieder weg. Mango. Das ist doch Ziff, oder nicht? Das ist doch Ziff, oder nicht? Wait, Bereitschaft? Glück habe ich so viel Ziff 4 gespielt in meiner Kindheit, ja. Ey. Das sind, was war Bereitschaft? 4 Punkte. Nee. Ja, Bereitschaft kannst du halt von Militäreinheiten machen, weil ich habe bis heute nicht verstanden, warum ich eine Einheit auf Bereitschaft setzen sollte und nicht einfach rundenmäßig abwarten, aber... Das habe ich auch nie verstanden, weil ich dachte mal, ich wäre zu doof eh für dieses Spiel, weil ich das nie durchblickt habe, aber wenn du das auch nicht weißt, okay. Ja, Tipp 3, T, Technologiebaum, B, Stadtgründen, O, große Persönlichkeiten. Nice one, Mongo. Danke. Da steht, Ziff konnte ich so nicht kontrollieren. Wahrscheinlich war das Spiel nicht oder so. Aber nice. Damit holt Mango wieder auf. Nur noch 2 Punkte weit weg von Dennis. Das finde ich jetzt belastend. Der vorletzte. Tipp Nummer 1. L1 ist Rufen. Fuck, wo ist der PlayStation-Kunde? Musst du es in die Hand nehmen? Ja. Alter, ich hab den voll geschmantet. Ja, mein weißer PlayStation-Controller, habe ich schon mal gesagt, der sieht aus wie Sau. Ich krieg den noch nicht mehr sauer. Ich habe versucht, das letztens abzuwaschen, geht einfach nicht mehr. Fuck, weiße Controller, sieht geil aus, funktioniert aber nicht. Jetzt, wo du sagst. Junge. Okay, Junge, ja. L1 ist Rufen und ich haue jetzt Tipp 2 raus. X ist Haltung wechseln. Okay, what the fuck? What the fuck? Was mach ich in dem Spiel? Haltung wechseln auf so einer wichtigen Taste wie X, okay. Das muss man also L1 ständig machen. X ist Haltung wechseln. Was rufe ich denn? Ich hab eine Idee, verdammt, aber ich gute Frage, was keine rufst Ahnung. Du? Lohnt sich das für den einen Punkt? Das ist mir der wichtigste. Baust du wieder einen Teilnamen oder reicht eine Serie? Da würde mir auch die Serie reichen. Metal Gear? Solid! Oh! What the richtig. Fuck, rufst du auf L1, Junge? 4 Punkte für Mango.
Alter, ich habe noch nie eine Playstation besessen und trotzdem, holy shit, noch nie gespielt. Oh. Okay, krass. Puh. Linker Stick ist bewegen, R1, Fernglas benutzen bzw. Perspektive ändern. Tipp 5, das Touchpad, die Touchpad-Taste rechts ist iDroid-Datengerät benutzen. Es wäre halt Metal Gear Solid 5 gewesen. Ja, das ist ah, ne? Aber Metal Gear Solid. Bei schon. Rufen war ich eher okay. So weit wie in die Richtung FIFA. Ja, so, hey, du rufst so, weißt du, so einen anderen Spieler zu dir. Mm-hmm. Ich kenne nur diese okay. Meme-Videos irgendwie, wo man entweder so einen Airdrop ruft oder Gegner, I guess. Nee, du rufst, ja. Du rufst ein Pferd, glaube ich. Ich glaube, du rufst dein Pferd. Nee, das ist kein Pferd in Dingens, oder? In Metal Gear Solid 5 gibt es ein Pferd. Ja, da gibt's ein Pferd. Oh, okay, gut. Ich habe keine Ahnung. Aber einfach mal vier Punkte reingesnackt. Let's go. Nice. Nochmal kurz auf Platz 1 gesprungen. Bevor wir jetzt zum letzten kommen, 50 Punkte jetzt für Mango, 48 für Bram, Peter 31. Und Tipp Nummer 1 ist Inventar öffnen. Oh. Ja, da gut, gehört okay. Das auch hin. Richtig. Markus Persson. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, aber wenn du halt immer mit WASD steuerst, weißt du, guck mal, du musst in Minecraft so oft dein Inventar das stimmt öffnen, allerdings. Wenn du da jedes Mal I drücken müsstest, würde ich wahnsinnig werden. Hast recht. Ist doch gut, dass er bei Minecraft auf E ist. Das muss er nicht so oft öffnen. Na, guck mal. Also, I, Inventar öffnen. Kommt relativ häufig vor, deswegen würde ich mal Tipp 2 reinhauen. Mhm. Apostrophe ist das Pfiff-Menü. Oder Pfeif-Menü. What? What the fuck? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Steht Pfiff-Menü. Nintendogs, Alter. Nein, Apostroph. What the Pfiff-Menü. Fuck? Wie greife ich denn bis da? What? Okay. Ja, Dennis? The Hunter. Oh, jetzt weiß ich, wo du herkommst. Aber nein, es ist nicht The Hunter. Pfeif-Menü. Pfeif-Menü? Wieso ein Pfeif-Menü? Pfiff-Menü. Pfiff-Menü. Das coole Pfiff-Menü, Alter. Guck mal, dünn Pfiff-Menü. Okay, ich hab keine Ahnung. Pfeifen? Ich auch nicht. Na gut, dann, ich hab gerade mal geguckt. Ja, Pfiff-Menü zu Deutsch. Okay. Okay. Tipp Nummer 3 für noch 3 Punkte. Q ist Fäuste umschalten. Alter, ich guck gerade so verwirrt in die Kamera. Ich guck gerade super verwirrt meine Tastatur und frag mich so, okay, geh davon aus, du spielst mit WASD, du machst von mir jetzt auf Q oder Fäuste umschalten. Ja, warum zum Fix sollte ich dann jedes Mal umgreifen bis Apostroph mein Pfiff-Menü? Das ist wahrscheinlich doch oben links, egal, oder das Pfiff-Menü. Ne, Apostroph ist doch oben rechts, oder nicht? Oben rechts, im Backspace. Oben links ist Accent Circonflex. Okay, dann ist es vielleicht amerikanisch. Das ist neben der Delete. Ne, Rücktaste, so. Fäuste umschalten. Q ist Fäuste umschalten, I Inventar öffnen und Apostroph Pfiff-Menü. Okay. Also, wir reden wirklich von Pfeifen. Pfiff, also. Da gehe ich von aus, ja. Wo mache ich denn so was außer bei The Hunter? Ich habe auch gerade mal nachgeguckt. Im Englischen ist es ganz normal Whistling. Pfeif- oder Pfiff-Menü zu Deutsch. Ja, das Whistling-System. Ich habe keine Ahnung. Nope, mir nieder. Okay, Tipp Nummer 4. J. Folgt alle. Was? Wie soll ich denn allen gleichzeitig folgen? Wir sind komplett verteilt, auch generell hier gerade. Folgt what? Alle? Ja. Wait. Dennis. Landwirtschaftssimulator? Nein. Dennis. Ranch Simulator? Nein. Irgendwie sowas, so folgt alle Tiere, alle Schafe jetzt aber mir hinterher, weißt du, so. Ich wollte jetzt fast für mich Assassin's wie Creed nach einem Strategie-Spiel, aber. Hä? So, du kannst deine Einheiten markieren, drückst folgt alle und klickst auf eine andere Einheit und dann laufen die Einheiten alle dieser Einheit hinterher. Und wann wechsle ich dann meine Fäuste? Ja, das ergibt halt null Sinn. Aber im Red Simulator oder was? Ja, im Red Simulator kann ich mich so zuhauen aus der Third Person. Achso, um die Schweine zu boxen, oder?
Ja, hey, der Peter ist von Aber es ist nicht der Range Simulator. Also, I ist Inventar öffnen, Apostroph 5 Menü, Q Fäust umschalten, J folgt allem. Und der letzte Tipp wird euch komplett weghauen. Also, sagt mir nicht viel. Ja, letzter Tipp, ein Punkt noch. Semikolon ist passiv. What? Fram. Ja, das klingt so kompliziert. Ist das Arma? Nein. Oh, good point, actually. Ja, aber pfeifen? Ja, ja, keine Ahnung. Weißt du, kannst die Fäuste umgehen. Ja, hast schon recht. Passiv was ist denn kompliziert wie Arma, aber man kann da drin pfeifen? Ja. Und deine Fäuste umschalten. Da waren, also es waren schon diverse Gedankengänge hier im Raum, die sehr in die richtige Richtung gegangen sind, auf jeden Fall. Ja. Das ist der Bus-Simulator, nicht der Landwirtschaftssimulator. Ich glaube, das ist irgendein Schleich. Dishonored? Nee. Was? Ja, ich hab das gespielt und ich kann mich noch erinnern, wie ich jetzt halt Axor Circumflex gedrückt habe. Nein, Apostroph. Entschuldigung, Apostroph, um zu pfeifen, um die Gegner abzulenken. Hast du jedes Mal so umgegriffen. Schnell erst Apostroph, dann passiv auf Semikolon und dann wieder mit der Hand zurück zum WASD. War ein Megaspiel. Ja, okay. I'm lost. Also, ihr seid alle lost. Dann muss ich leider auflösen in 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Sepp hätte sich, glaube ich, sehr gefreut. Ich denke, er hätte es gewusst. Es wäre gewesen Ark Survival Evolved. Ach, oh, Scheiße. Okay. Ja, gut, okay. Da haben wir nicht so viel. Da haben wir nicht so viel. Ja, ich verstehe. Da ist die Steuerung auch sehr... Haben wir nicht gesagt, keine Nischentitel? Ja, also ich habe auch irgendwie... Common manchmal frage ich mich aber eben, weißt du hast so eine ganze Tastatur, weißt du, und du legst es dann irgendwie so möglichst weit weg alles und irgendwie auf komische Sachen. Naja. Das war Tastenerfassen. Herzlichen Glückwunsch an Mango, unseren wunderbaren Cutter und Gast und... Dankeschön. Alles. Ne? Hat heute gewonnen. 54 Punkte dahinter. Dennis Fram. Nice one. Auf Platz 2. Peter mit 36 Punkten dahinter. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt mitgeraten und auch Spaß gehabt. Könnt ihr vielleicht noch schreiben, welche Spiele sonst noch hinkommen, die diese gleiche Steuerung haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an Mango nochmal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.